Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100 Tage, 100 Wochen, 100 Monate. Unsere Serie, bei der wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesbank vorstellen. Ich sitze heute mit Sarah. Sarah, hi. Hallo Dominik. Magst du dich kurz vorstellen? Gerne. Mein Name ist Sarah Güth. Ich arbeite bei der Deutschen Bundesbank im Bereich IT. Genau gesagt im Bereich Analytics Services and Technologies. Und was sind deine Aufgaben in dem Bereich? Ich leite hier eine Gruppe von aktuell 11 Mitarbeitern an verschiedenen Standorten in Deutschland aufgeteilt. Und Aufgabe des Teams ist die Bereitstellung von Auswertungen, Berichten und Daten. Analytics Services kann man so als Überbegriff nehmen, die für die Entscheidungsfindung in unterschiedlichen Zentralbereichen in der gesamten Bundesbank dann einfach herangezogen werden. Wir haben gerade mal nachgerechnet, du bist jetzt 97 Wochen bei der Bundesbank, also ganz genau. Nicht ganz 2 Jahre. Ganz genau. Wie bist du damals auf die Bundesbank aufmerksam geworden? Vielleicht war es LinkedIn. Ich habe die Ausschreibung gesehen und gelesen und irgendwie hat es mich ja intuitiv angesprochen. Ich hatte Erfahrungen aus meiner vorherigen Tätigkeit in der Arbeit in einer großen Behörde gehabt. Ich kenne den Bereich Analytics, habe da auch schon lange gearbeitet. Und das heißt, das Thema hat mich angesprochen. Auf der anderen Seite ist die Bundesbank ein sehr renommierter und bekannter Organisation, auch durchaus mit gesellschaftlichem Stellenwert und Bedeutung. Du hast vorher in der Beratung gearbeitet, also in der freien Wirtschaft. Jetzt bist du bei einer Behörde, der Bundesbank. Würdest du sagen, gibt es Unterschiede hinsichtlich Technologien, hinsichtlich Methoden, die ihr anwendet? Es gibt da ja Vorurteile, dass die Bundesbank als Behörde vielleicht veraltet ist. Wie siehst du das? So groß sind die Unterschiede tatsächlich nicht oder sie sind mir noch nicht wirklich aufgefallen, gerade in der IT. Es ist eher vergleichbar mit einem Großkonzern, würde ich an der Stelle sagen. Wir arbeiten mit modernen Arbeitsmitteln, wir haben natürlich große Abstimmprozesse an der einen oder anderen Stelle, viele Interessen, die wir irgendwo zusammenbekommen müssen. Jetzt in deinem Team oder in deiner täglichen Aufgabe, welches Ziel versucht ihr da zu erreichen? Ich verstehe meine Einheit als Serviceeinheit, denn wir erbringen Service, wir sind Dienstleister. Die Service-Dienstleistung, die wir erbringen, muss auf alle Fälle für den Kunden wesentlich sein. Das heißt, die Berichte, die Informationen müssen für den Kunden zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen und so abrufbar nutzerfreundlich sein, dass er eben auch die Entscheidung treffen kann, die er möchte. Würdest du sagen, das hat eine gesellschaftliche Relevanz, die Arbeit, die du bei der Bundesbank machst? Sie trägt hoffentlich ein Stück weit dazu bei, dass die Entscheidungen, die da getroffen werden, eben weil wir mit Daten eine entsprechende Datenbasis schaffen für Entscheidungen, dass da eine gewisse Verbindung auf alle Fälle besteht. Denn letztlich ist es ja in allen Bereichen wichtig, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, auf guten Informationen und damit auf guten Daten fußen. Was würdest du sagen, macht dir am meisten Spaß daran? Eigentlich ist es genau das. Mit einem starken Team, mit tollen Kollegen, die mich auch immer wieder motivieren und inspirieren, mit dem, wie sie ihre Arbeit machen. Diese Buzzwords, Big Data, Cloud, greifbar zu machen, in die Bank zu holen und Methoden, Konzepte zu entwickeln, wie wir das effektiv in der Bank anwenden können, damit die Bank auch weiter erfolgreich ihre Arbeit machen kann. Sucht ihr da noch Unterstützung im Team? Unterstützung suchen wir immer, sei es bei mir oder bei den Kollegen. Was wäre so dein Tipp an Bewerber und Interessenten, die sich das vielleicht anschauen und überlegen, sich bei der Bundesbank zu bewerben? Ich glaube, am wichtigsten ist zum einen Lust an IT-Themen, Lust auch auszuprobieren und vielleicht auch eine gewisse Resilienz, auch wenn es mal nicht so funktioniert, im ersten Programmieranlauf auch mal zu sagen, ach, ich bleibe noch dran und sich da einfach durchzusetzen und nicht sofort den Kopf in den Sand zu stecken. Vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke. Und wenn Sie noch Fragen haben oder wenn Sie noch Informationen suchen zum Arbeitgeber Bundesbank, dann gehen Sie auf unsere Webseite bundesbank.de/karriere. Dort finden Sie viele spannende Informationen. Ja, vielen Dank. Gerne, Dominik.